Wird die Ehefrau auch von den Engeln verflucht, wenn sie einmal ihrer ehelichen Pflicht nicht nachkommen kann, weil sie sehr müde ist und sich schwach fühlt? Nein. Nein, liebe Geschwister, aufpassen. Schaut mal. Diese Schwester fragt. Der Mann ruft sie ins Ehebett. Und die Schwester ist komplett müde. Hat keine Kraft mehr. Ist sie hier in diesem Fall sündig? Nein. Denn die Überlieferung bei Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, dass die Frau dem Mann folgen soll, wenn er sie ins Ehebett ruft, bedeutet, Klammer auf, Klammer zu, wenn sie keinen islamischen Grund hat, abzulehnen. Was sind denn islamische Gründe, abzulehnen, dass sie in das Ehebett kommt? Wenn sie krank ist? Wenn sie krank ist, natürlich. Ja, ist, jetzt zum Beispiel, überlegt mal, sie war gerade beim Arzt und wurde diagnostiziert, dass sie Krebs hat. Dann sagt er, ja komm trotzdem und A'udhu billah. Was ist das für eine Einstellung? Nein. Menstruation? Bitte? Menstruation, sehr gut. Bitteschön. Wenn sie am Fasten ist? Wenn sie am Fasten ist. Ein Pflichtfasten oder freiwilliges Fasten? Pflichtfasten. Pflichtfasten, der Mann weiß Bescheid. Ja, richtig. Genau, richtig. Wenn sie ein Pflichtfasten vollzieht, sehr gut. Wäre aber ein übler Mann, wenn er sie trotzdem ruft. Na, was noch? Ich meine, manchen interessiert das nicht. Na, was noch? Was wäre noch ein islamischer Grund? Überlegt mal, die Frau hat Depression. Die Frau ist übermüdet. Ich meine, auch eine Frau, die jetzt 5, 6 Kinder hat. Es gibt Tage, da ist sie einfach, die will nur noch ins Bett. Da muss der Mann auch Nachsicht haben. Weil ich sage euch auch ganz ehrlich, manchmal gibt es Männer, der denkt nur an seine Bedürfnisse. Und der hat gar kein Mitgefühl mit seiner Frau. Das ist falsch. Das ist falsch, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wenn die Frau sogar beim Brotbacken ist, sollte sie dem Mann Folge leisten. Was meinte er damit? Das meint, wenn sie keinen islamischen Grund hat. Arbeit im Haushalt ist kein islamischer Grund. Aber wir haben viele andere islamische Gründe genannt. Aber Arbeit im Haushalt selber, die wäscht jetzt ab oder wäscht die Wäsche, das kann warten, das ist nicht das Problem. Aber wenn sie wirklich einen islamischen Grund hat, dann sollte der Mann Nachsicht haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.